Hallöchen ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein Directions-Video für euch. Und zwar ist es so, dass gerade wenn ich rote Haare getönt habe, mich unheimlich viele Leute fragen, welches Rot von Directions ein wirklich klares, sattes Rot ist ohne Untertöne, weil die meisten Rottöne von Directions entweder orange oder pinkstichig sind. Und bis vor kurzem gab es eigentlich wirklich nur ein Rot, was wirklich ein klares Rot war, und das war Pillarbox Red. Nun habe ich aber auch von einigen gehört, dass es bei ihnen auch pinkstichig wird. Also ist auch egal, auf jeden Fall geht es halt darum, wie man diesen Pinkstich neutralisieren kann, sodass man halt eben ein klares, sattes Rot ohne Untertöne bekommt. Ich hatte vor kurzem ja auch rot getönte Haare, und zwar kann ich euch das Video gerne mal in die Beschreibung verlinken, weil ich jetzt schon wieder nicht weiß, welche Töne ich da zusammengemischt hatte. Ich glaube Pillarbox und Fire. Und da habe ich halt, ihr habt das Auswaschvideo ja vielleicht schon gesehen, wenn nicht, ich poste euch auch das in die Beschreibung, da habt ihr ja gesehen, dass sich das auch wieder pink rauswäscht. Und ich hatte halt nach der ersten Haarwäsche schon wieder einen Pinkstich in den Haaren, und ich kann Pink momentan absolut nicht ausstehen und habe dann halt die Haare wieder übertönen wollen. Und das Problem ist halt, dieser Pinkstich addiert sich halt immer zu der bestehenden Farbe dazu. Heißt also, ich konnte mir die Haare so oft nachtönen, wie ich wollte. Dieser Pinkstich kam immer wieder durch. Das heißt, ich musste letztendlich die bestehende Farbe so verändern, dass das Pink an sich neutralisiert wird. Deswegen habe ich mir eine komplett neue Farbe zusammengemischt. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt an einer Teststrähne. Damit wir gleich den Vergleich besser sehen können, gebe ich jetzt hier Poppy Red pur auf die Strähne. Man sieht jetzt schon, dass es eher ein pinkstichiges Rot ist. Dann gebe ich etwas Poppy Red in eine Schüssel. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das jetzt nicht die Farbe ist, die ich mir getönt hatte. Das ist jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Dann gebe ich etwas Spring Green dazu. Viele, die vielleicht mein Video zu den natürlichen Tönen mischen mit Directions gesehen haben, fragen sich jetzt wahrscheinlich, hä, grün, ergibt das nicht eigentlich braun? Ja, genau das ist der Knackpunkt. Man darf halt nicht jetzt zum Beispiel Apple Green nehmen, weil das halt ein reines Grün ist, und das würde in der Tat das Rot neutralisieren, weil es die Komplementärfarbe ist, und dann würde ein Braun dabei rauskommen. Es ist ganz wichtig, dass ihr Spring Green nehmt. Spring Green ist nämlich ein sehr helles Frühlingsgrün mit hohem Gelbanteil, und genau das ist der Knackpunkt. Pink ist ja so eine Mischung aus Lila und Rot. Die Komplementärfarbe von Rot ist Grün, die Komplementärfarbe von Lila ist Gelb. Da Pink eine Mischung aus den beiden ist, braucht man also ein gelbliches Grün. Und genau das ist Spring Green. Spring Green ist die perfekte Farbe dafür, und dann kommt eben genau das dabei raus. Damit kann man eben diesen Pinkstich neutralisieren, und dann ist es eigentlich auch egal, ob ihr jetzt Pillarbox Red nehmt oder Poppy Red. Ihr seid halt einfach nicht mehr auf die Farbe an sich angewiesen, sondern ihr könnt diesen Pinkstich einfach neutralisieren, und dann habt ihr auch viel mehr Möglichkeiten, was die Farbe angeht. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video weitergeholfen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Auf meinem Kanal findet ihr noch viele weitere solcher Videos zu den Directions. Ich verlinke euch hier oben einfach mal das letzte Video zu den Directions. Dann danke ich euch fürs Zusehen und sage bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.